5000. So viel Geld habe ich nicht bei mir. So viel Geld habe ich nicht bei mir. Dann hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden. Ja, ja. Also müssen wir jetzt irgendwie Geld auftreiben. Na, klasse. Also, dann würde ich sagen, Shotgun und Standard... Nee, Shotgun weg. Und dann kann ich mir das Geld leisten. Also kann ich das leisten, denke ich mal. Hoffe ich. Weil ich möchte schon so einen guten Weg eingehen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn hat, dieser... Ich könnte sie auch einfach umlegen, aber ich möchte schon so einen guten Weg gehen, aber jetzt muss ich erstmal diesen Job suchen. Ich muss ins... Muss ich da rein? Ins Huagachu... Hunghao... Huata... Hotel. Ja, anscheinend, weil hier war dieser doofe Eingang. Und dann ist das hier auch gleich um die Ecke. Dieser kleine Puff. Hm. Ja. Dann gucken wir mal. Hier kann ich mir... So, Hallöchen. Ich habe, was Sie brauchen. Das ist wunderbar, aber ich möchte was verkaufen. Standardgewehr bringt mir nicht so viel. Na komm. Verkauft und jetzt noch die Munition dazu. Habe ich aber immer noch nicht genug verkauft. Was habe ich hier noch? Schmerzmittel, nee. Na komm, dann verkaufen wir auch noch die Shotgun. Und die dazugehörige Schrotpatronenmunition. Präzises Raketen brauche ich noch und... Ah, es reicht immer noch nicht. Sie mich machen an. Handeln mit Ihnen nicht schön. Ja, dann du dir bessere Grammatik kaufen. Wir brauchen noch ungefähr 100. Im Hive können wir auch Bier kaufen und es dann verscherbeln. Mal gucken, also... Oder hier die Leute. Also hier müssten ja auch irgendwo Leute sein. Vielleicht finden wir ja hier... irgendwie ein interessantes, dem wir dann voll auf die Fresse geben können. Ja, hier ist zum Beispiel ein... eine Sackgasse. Ja komm, Sackgasse, wir verhauen dich. Wir gehen jetzt erstmal in der Stadt rum. Da finden wir bestimmt wieder ein paar Häuser. Haben wir auch letzte... Hier im, wie heißt es? Im Yuzuhao-Distrikt können wir dann auch noch was... Hier zum Beispiel können wir auch noch was hacken. So, hacken. So. Du Scheiße. 3. Und... Das wird so in die Hose gehen. Habe ich so das Gefühl. Entdecken 100%. Oh, fuck. Komm schon. Es geht so in die, so schief. Los, 2. Komm. Das wird noch etwas. Boom. Nahaha. Okay. Hier ist ein Upgrade. Kann ich das auch verkaufen? Hoffe ich mal. Weil Ladegeschwindigkeit brauche ich jetzt nicht. Meine 3 Waffen sind vollkommen okay von der Ladegeschwindigkeit her. Dann hier. Auch wenn ich Upgrades ungern verkaufe, mache ich das jetzt mal. Ich habe, was Sie brauchen. Du hast nicht das, was ich brauche. Bitte gib 4 Geld. Bitte gib 4 Geld. 103. Nee, dafür bezahle ich das nicht. Bin ja nicht bescheuert. Glück und Reichtum für Sie. Das rüste ich aus. Also ganz ehrlich, 130. Nee. Kombinieren. Nein, meine 10 mm. Also für so wenig Geld. Nee, das sehe ich nicht ein. Liegt hier nicht noch irgendwas rum, was man... Bier, Alkohol, irgendwas, was man verkaufen kann. Informationen. Ich handle mit Informationen. Ich weiß ganz viel. Ich würde mich auch anders... Moment, ich kann ja in die Shops hinten gehen. Da haben die ja auch meistens was. Wie zum Beispiel das hier. Dann gehen wir jetzt... Das habe ich natürlich total übersehen.
Hoffentlich ist hier was Gutes drin. So. Als erstes den, dann den, dann den, dann den und den und den. Komm schon. Komm schon. Yo. Superst. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Geld. Oh Mann, das ist aber immer noch nicht genug. Ich brauche 5000 Oschis. 5000. Und das reicht immer noch nicht. Hm. Hier ist noch ein Laden. Dann rauben wir mal den nächsten Laden auf. Hast du ein bisschen Geld? Hast du ein bisschen Geld? Hier ist nichts. Hier ist auch die Tür zu. Das ist natürlich doof. Hast du was? Nicht am meisten, Mama. Es ist ein Kankamba. Du hast ja auch eine Stock. Okay. Die geben bestimmt Pacht an. Gehen wir mal hier lang. Da kann ich nichts machen. Hey. Hier ist ein Laden. Aber der ist zu. Hier ist auch ein... Auch zu. Hier ist ein Laden, aber da war ich anscheinend schon drin. Hab auch den Munitionskoffer geplündert. Ist hier was? Nein. Oh, jetzt müssen wir... Ich überlege echt einen Schnitt zu machen. Um dann zu sagen, ja Leute, hier von wegen, wenn ich die 5000 habe, dann sehen wir uns bei dem Typen wieder. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Wir sehen uns bei dem Typen wieder, wenn ich die 5000 habe. So, meine Freunde. Ich habe meinen Teil erledigt. Das heißt, ich kann ihn jetzt bezahlen. Haben Sie einen Lieblingsdrink? Wegen des Jobs. Hey, wegen dieses Jobs. Haben Sie Jaya gefunden? Beschaffen Sie das Geld, das sie uns schuldet. Abkommen bitte. Ich will Jayas Schulden begleichen. Wie gesagt, die Raten für ein Jahr und sie ist frei. Hier hast du deine 5000. Sie sind zu gütig. Ein guter Mensch, wie er im Buche steht. Hier ist ihr Geld und wehe, sie lassen sie nicht in Ruhe. Sparen Sie sich ihre Drohungen. Aber ja, sie ist frei. Ich lege bei Tong ein gutes Wort für sie ein. Er ist unten in seinem Büro. Die Jungs lassen sie durch. Okay, aber bevor wir das machen, müssen wir nochmal, müssen wir nochmal mit ihr reden? Nein, wir können uns mit der Mission, wir können uns mit der Mission jetzt beschäftigen. Es war ja so klar, dass er da in dieser Tür ist. Okay. Ich denke ich mal, wow, die Kühlkammer. Na, den Wein brauche ich nicht. Was ist hier? Moment. Ich habe jetzt gerade gelernt bei der Sache, da ich sehr viel rumprobiert habe. Also Sicherheitsstufe 5 kann ich vergessen. Jo, was geht's? Gehen wir jetzt mal hier zu Tong. Ich habe ehrlich ich wusste es, dass es er ist. Haben Sie das mitgekriegt? Die Pandas haben es im vierten versaut. Ich könnte mein Geld auch gleich im Klo runterspülen. Sie sind Tong. Das wird Ihnen erst jetzt klar. Sie sind wohl doch nicht so schlau, wie Sie glauben. Ich schlage vor, Sie sagen mir, für wen Sie arbeiten, und ich entscheide dann, was ich Ihnen von Van Brocken erzähle. Sagt Ihnen der Name Seraph Industries irgendwas? Seraph Industries? Das amerikanische Unternehmen, das kürzlich auf allen Titelblättern war? Sie sind noch im Geschäft? Ja. Warum denn nicht? Sehen Sie keine Nachrichten? Den Biotech-Unternehmen geht's zurzeit nicht so gut. Vor allem denen, die Optimierungen herstellen. Van Brocken ist in den Alice Garden Pots. Kapsel 301. Ein richtiges Rattenloch. Aber manchmal ganz nützlich. Wenn sie gehen, sollte er im selben Zustand sein wie vorher. Also nicht töten. Und wenn nicht? Ihre Entscheidung. Aber ihre Implantate könnten an jemand anderem noch beeindruckender aussehen. Ja, an dir, das ist schon klar. Wir haben einen Praxispunkt erhalten. Yippee-yay. Malik, Sie hatten recht. Tong hilft Van Brocken. Er hat ihn in den Alice Garden Pots untergebracht. Das war zu erwarten. Ein Hacker, der sich mit Firewalls von Unternehmen auskennt, wäre für die Triaden überaus wertvoll. Ich bin gerade bei den Pots, Jensen. Soll ich Ihnen den Rücken frei halten? Nein. Sie bringen sich nicht in Gefahr. Ich bin schon unterwegs. Kann ich hier durch? Ja, anscheinend schon. Cool. Hier wäre ich auch hingekommen, hätte ich ein bisschen geguckt.
Hätte mich ein bisschen hin und her schleichen müssen. Anscheinend.